Smoke-Alarm der Stufe 3 ausgelöst worden. Das ist das letzte Netz, das wir haben, sagte Gesundheitsminister Fartmann dem Westdeutschen Rundfunk. Stufe 3 bedeutet, dass in den Innenstädten von Bottrop, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen jetzt rund um die Uhr ein Fahrverbot für den Individualverkehr besteht. Mit dem 69-jährigen René Zey stellen die amerikanischen Republikaner den 40. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Thank you.
Oh.